Sodalein, hallo Dri, ho meine werten Final Fantasy 14 Freunde, noch ein Emote für euch. Und wir hauen auch mal direkt rein und machen weiter mit Final Fantasy 14 Let's Play. Jetzt habe ich auch wieder zwei Monitore. Wenn ich verwirrt hin und her gucke, wisst ihr auch wieder warum. Hier nehme ich auf, hier spiele ich, auf geht die wilde Luzi. Was haben wir hier drin? Ein paar Handschuhe gibt es dafür. Das freut mich doch sehr. Ich bin gespannt, wie die optisch zu dem Set passen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht ganz so opulent ausfallen wie manch andere Handschuhe. Uyoge schließt die Augen und atmet tief durch. Er macht das. Ist bestimmt erleichtert. Wenn nicht, guckt euch die letzte Folge an. Habt ihr aber bestimmt, oder? Ich danke dir, dass du ein Auge auf den Austausch mit dem Mokurit gehalten hast. Er scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Viele der Ratsuchenden sind mit neuen Ansätzen und Gedanken bereits wieder an die Arbeit gegangen. Während auch einige der Lokurit sich dazu entschieden haben, direkt vor Ort auszuhelfen und mit dem Wissenschaftler von Dannen gezogen sind. Ich werde hier verweilen und weitere Leute in Empfang nehmen, die den Rat der Lokurit in Anspruch zu nehmen gedenken. Zögere aber nicht, mich jederzeit zu rufen, sollte ihre oder meine Expertise andernorts gebraucht werden. Scheint, als hättest du gerade nichts zu tun. Das dürfen wir keinesfalls so stehen lassen. Warum gehst du nicht Alizé helfen? Ich habe sie eben erst auf dem Westtor stapfen sehen, mit einer gigantischen Kiste in den Armen. Ich könnte ihr natürlich auch zur Hand gehen, aber wir wissen beide, über wessen Gegenwart sie sich mehr freut. Hä? Für mich gibt es auch genügend anderes zu tun. Da macht ihr mal keine Sorgen. Also dann, viel Spaß. Okay. Sollte das... Steht Alizé auf dem Helm? Nein, oder? Nebenquests sind aufgeploppt. Und zwar ordentlich viele. Guckt euch das an. Müssen wir mal was für nächste Folge machen. Aber jetzt sind wir erstmal auf zu Alizé. Kisten schleppen helfen. Auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass es ihr überhaupt nicht gefällt, ihr anzubieten, für sie eine Kiste zu schleppen. Da ich denke, darauf steht sie ganz und gar nicht. Dann wird sie eher sowas sagen. Das kann ich auch alleine. Wenn sie sich über unsere Anwesenheit freut, wie Tancred es formuliert hat. Kisten schleppen, das will sie lieber selbst machen. So, hier haben wir Alizé. Oh, starke Alizé. Hm? Quiek, quiek, blöd. Oh, da ist was Interessantes drin in der Kiste. Hm? Mackie, was treibst du denn hier? Ich soll dir Kisten schleppen helfen, hat Tancred gesagt. Du willst mir helfen? Das ist furchtbar lieb von dir, aber ich trage wirklich nur Kisten hin und her. Alles andere als spannend. Also, bist du sicher? Ja, klar. Hau rein. Ach du, natürlich sagst du nicht nein. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass du zu heroisch, nett und hilfreich bist, weißt du? Na gut, die ganzen Holzkisten hier müssen zu Apfiora geschafft werden. Scheinbar sind sie prall gefüllt mit wertvollen biologischen Proben und ich würde eindringlich dazu angehalten, sie auch ja vorsichtig zu transportieren. Dabei ist Vorsicht mein zweiter Name, wie wir alle wissen. Eher nicht, ne? Alfino sollte irgendwo in der Nähe von Aporia sein und nach Luft ringen. Der hat nämlich selbst gerade eine Kiste geschleppt. Drück ihm deine einfach in die Hand und bestell ihm schöne Grüße. Bring die Kiste voller Lebendproben zu Alfino. Du hast 180 Sekunden Zeit, bla bla bla, Standard-Transportaktion. Wieder eine so über den Kiste, über den Kopf Trageaktion. Nee. Okay, schaffen wir, oder? Gönnen wir uns durch die Wiese zu rennen? Mit Level 90er Agro-Range sollte das doch eigentlich möglich sein. Da wäre ein sehr kleiner Agro-Range. Außerdem ist der da ja eh fast auf dem Weg. Okay, die Gegner sind 89, ne? Da sind wir doch nicht so weit von entfernt von der Agro-Range, ne? Von denen. Aber was soll's? Auf geht's! So, gleich sind wir da. Sprinten können wir leider nicht, ne? Wie über dieses Aufrechttragen, was für ein Winkel. Dieser Abstand zwischen Ellenbogen, warum nicht ganz an die Brust gedrückt? Voll die mega Kraftaufwand, den wir hier gerade betreiben. 1, 2, 1, 2, ganz starr und steif, Rücken ganz gerade und so vorne ganz weit weg von uns die Kiste. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, jedes Mal so ein Schock durch den Rücken. So, hier, nimm mal. Hilfst du etwa beim Schleppen? Ah, du bist ein Segen, Mackie. Hier, stell sie einfach zu den anderen Kisten. Ich soll sie dir geben. Danke dir.
Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass du uns zur Hand gehst? Du, ich hab da was bei den Loporit organisiert und die brauchen jetzt nicht mehr meine Hilfe, also hat man sich zu dir geschickt. Ah, Tankred ist also für die unverhoffte Unterstützung verantwortlich. Warum überrascht mich das nicht? Warum? In Kleinschalayan hat man uns gebeten, einige Proben zu Aporia zu bringen. Scheinbar ist diese Probe der Dreh- und Angelpunkt der Vorbereitung für die Flucht auf den Mond. Okay, irgendwas Lebendes ist da drin, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Was auch bedeutet, dass Vater hier irgendwo sein dürfte. Hör doch auf, ihn Vater zu nennen. Nenn ihn Herr Forschendo. Wenn du ihn schon siehst, nennst du ihn aber noch Vater. Passt irgendwie nicht zusammen. Buh, das war die letzten. Hast du gefaulenzt, Alfie, hä? Alize, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht so viel auf einmal schleppen. Was, wenn du dir irgendetwas getan hättest? Was redest du da? Ach, Brüderchen, ein paar Kisten. Und so schwer waren sie auch nicht. Also, was sollen wir denn nach dem Tragen machen? Irgendjemand Bescheid sagen, dass alles da ist, oder nicht? Richtig, ein gewisser Theo Paudlin wartet hier in der Aporia auf uns, wenn ich mich recht entsinne. Und damit wäre der Auftrag auch abgeschlossen. Das höre ich gern. Kommst mit? Dieser Ort schwirrt nur so von Leuten, die Schlüsselrollen bei der Planung des großen Exodus haben. Ganz sicher wird es hier die eine oder andere brisante Information zu hören geben. Njung, weg ist sie. Das ist halt Alize. Die ist in dem Teil, finde ich, viel angenehmer geschrieben als in den Teilen davor. Ich finde sie hier viel sympathischer als im letzten Teil und vor allem im vorletzten Teil, wo sie fast praktisch nicht anwesend war. Das war nur mal der Grund, warum Alize nicht dabei war. Warum sie so lange weg war. Schreibt's mal in die Kommentare, ich hab's irgendwie vergessen. Theo Paulin, na, da ist er ja. Ich dachte, der Zutritt für Besucher sei eigentlich verboten worden. Worum geht es? Meister Theo Pautlin, Meldegehorsam, der Satz biologischer Proben Nummer 110 wurde aus Kleinschalayan zur Aporia verladen. Wie angewiesen, findet ihr sie direkt vom Eingang. Bitte? Oh, die Proben. Ja, sicher. Aber wer sei... okay. Moment. Ihr seid doch Forschenos Zwillinge. Verzeiht, aber kennen wir uns? Na und ob? Euch Racker kannte ich schon, da konntet ihr noch nicht einmal laufen. Ha, ich ging mit Forchenon und Amelions gemeinsam auf die Akademie, müsst ihr wissen. Wir blicken auf eine lange Freundschaft zurück. Bei Taliak, wie groß ihr geworden seid. Aber das sollte mich wirklich nicht wundern, so lange wie ich euch nicht mehr gesehen habe. Alfino, dich mit den alten Nultin deines Vaters auf dem Rücken zu sehen. Ah, so heißen also die Laser... Beamer-Schießer. Das wärmt mir wahrlich das Herz. Ihr seid ein Freund unseres Eltern? Oh, Theo Paudlin, ihr müsst uns alles darüber erzählen, wie sie früher so waren. Aber bitte, du brauchst mich doch nicht zu irzen. Meinst du nicht siezen? Egal, zu irzen, Alize. Und zu ihr. Ihr ist ja noch schlimmer als sie, stimmt. Irzen. Alize. Und das würde ihr... Und das würde ich liebend gern tun. Steckte ich nicht bis zum Hals in der Organisation des Exodus? Die neuen Forschungsziele wollen optimiert werden und dazu muss ich noch einiges an Schriftverkehr und Dokumenten an die richtigen Personen übermitteln. Dabei können wir dir gerne zur Hand gehen. Mit den Kisten sind wir ja jetzt fertig. Und dann gönnen wir uns alle mal eine Pause und du erzählst uns ein oder zwei Märchen von früher. Klingt das gut? Nun, wenn du es so formulierst, wer könnte dann Nein sagen? Dann erlaubt mir, jedem von euch ein Schriftstück zum Ausliefern zu überlassen. Ja klar, hier, danke bitte, und hier, danke bitte, geht jetzt wirklich jede Animation durch. Ja, danke bitte, und mir auch noch, ist da noch was für mich? Nein. Herzlichen Dank, das wird nicht lange dauern. Zwusch, für mich kein Formular zum Ausliefern. Doch, hier bitte, dankeschön. Seid ihr Begleiter der beiden? In dem Fall tut es mir leid, sie nun einfach davongeschickt zu haben. Aber ich hoffe, dass dieses Anliegen schnell erledigt ist. Könnte ich euch ebenfalls ein Schreiben überreichen?
Es müsste zu dem Gebäude am südlichen Ende der Aporia gebracht werden. Dort wartet ein Ratsmitglied, an die das Schreiben adressiert ist. Gut. Machen wir. Ist ja hier dann... Ach du Schreck. Irgendwo versteckelt. Irgendwo wieder ganz hinten, hinterm letzten Häuschen versteckelt. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass hier dann gleich Nebenquests aufploppen, wenn wir mit dem Quest fertig sind. So, dass wir an zwei Orten Nebenquests haben. Besonnenes Ratsmitglied. Oh, ihr gehört doch zum Bund der Morgenröte, nicht wahr? Ich dachte, ihr werdet gänzlich mit den Verbessern des Ätherantriebs beschäftigt. Hier hätte ich was für dich. Oh, ein Schreiben von Theo Paudlin. Vielen herzlichen Dank, darauf habe ich schon gewartet. Wenn ich außerdem noch etwas anmerken dürfte, ganz unter uns. Auch wenn ich es öffentlich niemals zugeben könnte. Persönlich bete ich für euren Erfolg. Seid euch versichert, dass eure Sache mehr Unterstützer im Schalayan hat, als es den Anschein macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr deswegen unsere Pflichten vernachlässigen. Oh, der große Exodus genießt nach wie vor höchste Priorität und wir tun unser Äußerstes, um den Plan erfolgreich umzusetzen. Nichtsdestotrotz ist Schalayan die Stadt des Wissens und damit fließt eben auch der dazugehörige Wissensdurst in unseren aller Adern. Und wenn ihr danach strebt, einen anderen Weg als den bereits Bekannten erforschen zu wollen, dann sollte man eure Vorhaben keinesfalls behindern. Daher wünsche ich euch allen Erfolg der Welt und der Morgenröte. Sowohl bei der Suche nach Lösungen als auch bei euren Bestrebungen mit dem Ätherantrieb. Gebt bloß nicht auf. Das ist immer nett. Aber selbstverständlich, so bin ich ja von Anfang an eigentlich auf Schalayan zu sprechen gewesen. Warum diese Heimlichtuerei, ne? Warum was verheimlichen? Wir suchen alle nach dem bestmöglichen Wissen, um mit dieser Situation klarzukommen. Und alle hüten Geheimnisse und verraten nicht alle. Du liebe Güte, ihr seid wirklich schnell zu Fuß. Nö, ich hab wieder ein Motorrad. Die Zwillinge dürften ebenfalls jeden Moment wieder hier eintreffen. Die Adressanten ihrer Schreiben sind nämlich leicht zu finden. Ne? So wie die eure. Gut. Dann gibt es jetzt ein paar alte Kamellen über die Eltern. Auch diese Post wurde erfolgreich zugestellt. Wunderbar, ich danke euch. Das spart mir viel Arbeit. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass ihr eine derartige Aufgabe in Windeseilige erledigt haben würdet. Früher, da seid ihr sogar schon auf allen Vieren durch euer Anwesen gekrabbelt als... Bitte, keine Geschichten über uns. Erzähl doch lieber von unseren Eltern, ja? Na schön, dann will ich euch eine Geschichte über den guten alten Forcheneau erzählen. Herr Begleiter, dazu muss gesagt werden, dass die Familie Lavillieu eine der wenigen ist, deren Linie bis zur Geburtsstunde Schalayans zurückverfolgt werden kann. Was konkret bedeutet, dass ihre Ahnen Teil der ursprünglichen Besatzung von Jüngkrempfs Rettung waren. Ihr wisst schon, das Schiff, mit dem Jüngkrempf vor der 6. Katastrophe einst auf diese Insel floh. So erzählt man es zumindest. In Wahrheit geht diese Verbindung über mehrere Dutzend Ecken und ist heutzutage kaum noch nachzuvollziehen. Dennoch kann ich nicht bestreiten, dass unsere Familie auf eben diese Verbindung sehr stolz ist. Sie ist auch die Grundlage für den alten Leitsatz der Lavilliers. Ganz nach den Lehren Jüngkrempfs kehren wir dem Krieg den Rücken und folgen stattdessen dem Pfad des Wissens und der Weisheit. Ganz recht. Und ausgerechnet aus dieser so vorbildlichen Familie kam einer der größten Querulanten unserer Zeit, der gänzlich andere Schlüsse aus Schalayans Doktrin zog. Selbstverständlich meine ich damit euren Großvater, Lusoir Lavillier. Seiner Ansicht nach sollten wir uns an Jüngkrempfs Taten orientieren und seine Worte auch dahingehend interpretieren. Schließlich hat er unzählige Leben vor dem sicheren Ertrinken gerettet, als die 6. Katastrophe über das Land hereinbrach. Ganz recht, woher sie stammten oder wer sie waren. Betrachtet man die Worte »dem Krieg den Rücken kehren« aus dieser Perspektive, so handelt es sich nicht von passiver Nichteinmischung, sondern von beherzter Nächstenliebe. Lusoir
hatte sich dem Studium der Prophezeiung verschrieben und seine weitschweifenden Kenntnisse über Aufstieg und Fall unzähliger Zivilisationen waren einzigartig. Dieses Wissen wird es wohl auch gewesen sein, das ihn zu seinem Schluss kommen ließ. Katastrophen wie die große Flut, ebenso wie Krieg und Konflikt, sind ein unausweichlicher Teil des Seins. Weder Krieg noch Katastrophe lässt sich vermeiden. Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert obendrein. Das hat Großvater immer gesagt, ja? Du hast ganz recht, das pflegte er wieder und wieder zu betonen. Diese Gesinnung war es, die ihn in die Ferne zog, um dort zu helfen. Und Forchenot? Er empfand nichts als tiefen Respekt für seinen Vater, doch wo er auch hinblickte, schüttelte man den Kopf über Lusoirs Tod. Dass eine derart alte Familie mit einer derart noblen Credo nun solcher Barbarei zu frönen pflegte, man war empört. Natürlich setzte das Forchenot zu. Wieso handelte sein Vater, den er doch respektierte und schätzte, wie keinen anderen, je gegen jegliche Maxime Schalayans? Selbst Vater dachte also so. Nun, wie oft gehen Kinder schon genau den Pfad, den ihre Eltern beschritten haben? Da sieht es bei euch und Forchenot doch nicht anders aus, nicht wahr? Aber Zank und Missklänge hin oder her. Ihr bleibt dabei doch immer seine Kinder. Genau. Ja. Der ach so stoische Forchenot. Ihr hättet ihn am Tag eurer Geburt erleben müssen, sage ich euch. Egal wie groß die Kluft zwischen euch auch scheint, vergesst nicht, Blut ist immer dicker als Wasser. Auch wenn ich selbst weiß, wie ausgesprochen stur er sein kann. Wenn er glaubt, im Recht zu sein, dann nimmt er bisweilen ausgesprochen wenig Rücksicht auf Verluste. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass euch das bisweilen sehr frustriert habe. Habe ich recht? Ja, was heißt frustriert? Ja, schon bestimmt hat sie irgendwie frustriert. Um es gelinde auszudrücken, ja, eher zornig gemacht, wütend gemacht, Unverständnis. Das war nun zwar weniger eine Anekdote von früher als ein tiefer Einblick in das Weltbild unseres Vaters, aber gerade deswegen sind wir dir sehr dankbar. Wenn wir unseren Eltern das nächste Mal begegnen, so werde ich ihnen schöne Grüße von dir bestellen. Oh, wie nett von dir. Oje, oje. Ob ich nun den Zorn des ehrenwerten Ratmitglieds auf mich gezogen habe? Spaß beiseite. Bitte grüßt sie beide recht herzlich, ja? Damit sollte ich mich wohl auch wieder an die Arbeit machen. Danke nochmal für eure Hilfe mit den Proben und den Dokumenten. Es war mir eine wahre Freude, euch endlich einmal wiedergesehen zu haben. Gebt auf euch Acht, ja? Dankeschön. Wir geben natürlich auf uns Acht. Danke vielmals. Hey, ihr drei. Wer ist das? Oh, lang nicht mehr gesehen. Raha, was machst du denn hier? Solltest du nicht bei Kokol sein? Theoretisch bin ich das auch. In seinem Auftrag unterwegs zumindest. Er hat mich um eine ganz bestimmte Sache gebeten, die ich aber alleine nicht schaffe. Gerade als ich mich nach ein paar helfernden Händen umsehen wollte, habe ich euch drei erspäht. Eine besondere Aufgabe? Verstehe. Wir würden gerne dabei helfen, aber zumindest Alizé und ich sind gerade noch anderweitig eingespannt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du nicht Zeit, um den armen Raha zu helfen? Ja klar, für Raha haben wir noch immer ein bisschen Zeit. Ach, auf dich ist doch wirklich immer Verlass. Ich danke dir. Super. Würde ich sagen, perfekter Moment, um ein Päuschen, also hier einen Stopp zu machen. Sagen wir Holla Dri Ho, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise spiegeln wir noch an die Handschuhe. Was haben wir denn hier für leckere Handschuhe für uns, die optisch dazu passen? Ja, sehr schön. Gefallen mir sehr gut. Wie würden die denn rein theoretisch ohne das A? Guckt euch das an, die hören da schon auf. Damit kann man bestimmt ganz viele tolle Glamour-Sets machen. Guckt euch das an.
Da freue ich mich ja schon drauf, damit herumspielen zu können in der Glamour-Kiste. Wenn das nicht mal nach neuen Lieblingshandschuhen aussieht, dann weiß ich auch nichts. Alles klar. Jetzt aber. Hola, Driho, und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren und zu liken. Tschüssikowski!